Recht herzlich willkommen zur 242. Folge vom Kerbal Space Programm. Wir sind bei einer Mittelstation am Bauen und müssen hier gerade aufrufen. Hoffentlich habe ich die letztes Mal abgespeichert, aber ich meine schon, ne? Ich weiß nur nicht mehr, ob ich sie auch Minmus-Station genannt habe. Minmus-Station, da ist sie. Habe ich gemacht. So, die mussten wir ja noch irgendwie umbauen. Gehen wir ein bisschen näher ran. Nosecone fehlte uns auch noch hier bei den Dingens. Ich muss mal gucken, ey. Ich war davon überzeugt, dass es dieses ist es nicht, ne? Das ist ein Intake. Wo sind die hin? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwie was an, was das mir blockiert? Select a part to place. Das ist doch richtig, oder? Aktionen. Das. Ich bin mir Erdimension Nosecone. Ich hab den schon gehabt. Bin ich fest von überzeugt. Der ist auch nirgendwo anders hingekommen, oder? Wo ist dieses Ding gelandet? Es ist sortiert nach Größe und so weiter und so fort. Das ist alles nicht das, was ich haben wollte. Das Teil ist irgendwie BCH weg. Es war eigentlich hier drin, definitiv. Das ist jetzt nirgendwo mehr. Das sind Fallschirme. Scheinwerfer. Ja, jetzt sind wir in einem anderen Raum, da sind wir aber falsch. Hier sind wir richtig. Und ich verstehe es nicht. Das Ding ist wieder mal zu schwer. Dann kannst du ja nur den nehmen. Den da reinsetzen. Und dann Sprit rausnehmen, ne? Black and White. Achso, die können wir jetzt auch noch bunt machen, oder was? Ja, super, oder? Ach, das Zeichen heißt, dass man ihn No Fuel Cross hat. Ach, das heißt, dass die bunt gemacht werden können, dieses Tropfenzeichen da dran, und nicht, dass da Sprit drin ist. Alles klar, auch sehr interessant. Okay, dann ist das halt so. So, was hat mal geändert? Hier, diesen brauchen wir noch. So, wie viel sind hier drin? In diesem Teil. Entschuldigung. Mich hat's arg erwischt. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Da nicht, da nicht, da nicht, dort nicht, sondern wo? Wo ist... Da. Hier passen 2 rein. Hier passen 4 rein. Wir brauchten 11, glaube ich, oder? Wir sind aber zu schwer. Hier geht einer rein, ne? Sorry.
Wo ist er denn jetzt? Der war das. Den müssen wir auf jeden Fall mit haben. Ist eine Aufgabe sozusagen. Da können wir jetzt mal mit 3 arbeiten und gucken, ob das geht. Ach so, schade. Machen wir so. Ein weniger und dann gucken, ob 3 fürs Gewicht passend sind. Ja, das würde dann funktionieren. So würden die auch, glaube ich, passend sein. Wir können vielleicht noch einen Tacken höher. Insgesamt müsste das vielleicht noch höher. Da gehen 3 rein, das sind dann die 11. Ja, muss so sein, ne? Geht auch gar nicht anders. Jetzt habe ich wieder das Ding. Ich glaube, ich stehe noch auf der Erde, ne? So, jetzt schwebt sie. 2 noch mal zu gucken, was wir brauchen. Antenne haben wir, Docking Port haben wir. Wir machen Power. 11 Kerbals haben wir. Den haben wir auch. Ich glaube, es ist eigentlich soweit alles drin. Speichern wir ab. Jetzt müssen wir hier noch gerade schauen. TWR ist aber 1,47. Ne, das war schon richtig. Wir sind beim falschen Wert. Hier passt was nicht. TWR. Delta V fehlt uns, oder? Ne, da ist Delta V. Da wird doch wieder was nicht angezeigt, oder? Irgendwas ist hier faul. Okay, das ist da unten. Keine Ahnung, wo da der Schwerpunkt ist. Tja, da passt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, wir brauchen mehr, glaube. Da müssen wir nochmal dran, aber ich weiß nicht wie. Wir müssten das einmal speichern und dann müssen wir nochmal. Ne, das war falsch. Abbrechen. Da speichern. Menüstation. Passt. Und wir müssen gucken, dass wir da hinten upgraden. Ob das noch geht, ist die nächste Frage. Geht. Da kommen wir aber gerade nicht hin. Okay. Dann müsste sie jetzt auch mit 4 gehen, oder? Anzeige Aerodynamik. Mach nochmal 4. Funktioniert jetzt auch. Da bewegt sich kein Wert. Der ist da nicht eingestellt. Den muss ich noch irgendwo einstellen. Aber wo war das? Hier oben fehlt ja auch was, ne? Oder?
Resources. Ist mein Kern nicht da? So, da ist es. Das war's. Kompakt. All Stages. Okay, Settings. Wo war das jetzt nur? Für dieses ist, weiß ich nicht. Da geht die GUI größer. Das war nicht hier. Das war hier, das muss da, muss das hin. Ich glaube, da habe ich jetzt noch ein Problem, wo ich wieder dran erkämpfen muss, weil das nicht angezeigt wird. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo das war. In den Settings war es wahrscheinlich nicht. Save and continue, don't save. Abbrechen, wir müssen erstmal speichern. Machen wir jetzt, dann können wir raus. So. War das hier? Nein, ne? Das ist alles nicht das, was ich meine. Das war noch woanders, aber ich weiß nicht mehr wo. Tja. Okay, Bindings waren das nicht. Vielleicht müssen wir hier auch erstmal was rumbasteln noch, ne? So wie das aussieht. Haben wir so überhaupt hier was gemacht? Nee, das muss erstmal nach da. Und dann reicht doch das gar nicht so, oder? Wir haben nur eine Stufe. Mit einer Stufe kommen wir nicht da hoch. Oder? Siehe da, da ändert sich auch was, ne? Wenn man es richtig einstellt, ne? So. Okay. Das Haupttriebwerk ist auf 0, das heißt, wir haben irgendwo anders einen Fehler gemacht. Das bedeutet, es muss hier vielleicht doch auch nur 3 sein. So, jetzt auf ein neues. So passt's. Probieren geht dann auch über Studieren, oder wie war das? So, das können wir mal wegmachen. Das haben wir jetzt eingestellt. Sollte soweit funktionieren. Wie viele Leute sind denn dabei? Sorry.
Wir haben die Kapsel da. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viele. 4, 8. Ja, doch, wir brauchen 11. Das müssen wir mithaben wegen Vorlage geplant, ne? Speicher das mal. Und dann gehen wir mal einmal auf die Startrampe und gucken, wie viele Haken da schon sind. Weil das kann man da ja sehen, ob man alles schon soweit eingebaut hat, ne? Na komm schon. Achso, wir haben keinen Turm, aber geht so, ne? So. Alle Haken da. Das geht nur da oben. Ach guck mal, das ist auch jetzt schon der Haken. Jetzt brauchen wir nur noch den Minmus. Das heißt, das Ding ist dafür fertig. Jetzt ist nur die Frage, ob es auch dafür dann fliegt, ne? Aber das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich ein Video hochgeladen habe, und Kommentare wie immer herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.